in diesem tropischen Klima und diese wunderbare Wärme hier in Costa Rica gedeiht die Flora und Fauna richtig fabelhaft. Und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie hier alles grün ist, alles wächst und gedeiht. Und momentan bereitet sich hier langsam in Costa Rica die Dürrezeit vor. Das heißt, dass es hier immer weniger regnen wird in größeren Abständen, beziehungsweise auch mal wochenlang überhaupt nicht regnen wird. Und ich möchte euch einfach in dem Video zeigen, welche Maßnahmen die Farmleiter hier unter anderem genommen haben, zum Beispiel bei den Avocado-Bäumen, um diese Situation ja, so gut wie möglich bewältigen zu können. Diesem Avocado-Baum, der ein bisschen ausschaut wie ein Thron oder ein Stuhl, kann man ganz gut erkennen, was wir die letzten Wochen als Vorbereitungsmaßnahmen getroffen haben. Also hier haben wir überall Grasschnitt die letzten Tage ausgelegt. Wurde hier alles frisch gemäht von der Farm. Zusätzlich unterm Grasschnitt ist natürlich auch altes Laub von den Avocado-Bäumen und auch Holzhäcksel, welches wir eingearbeitet haben, hat einfach dem Grund, weil natürlich für guten Humusboden man einen gewissen Kohlenstoffanteil benötigt, also 1:10 im Verhältnis zum Stickstoffanteil. Das ist jetzt hier der Grünschnitt in Form von frischen Blättern und dem Grasschnitt. Und das sorgt einfach dafür, dass halt einerseits ja, guter Humusboden aufgebaut wird, weil die Mikroorganismen das zersetzen. Und natürlich ist es ein wunderbarer Mulch, also die Holzabschnitte zum Beispiel, die, wenn es mal regnet oder Tau kommt oder sonst irgendwoher Feuchtigkeit kommt, die saugen das natürlich auf und geben das nach und nach ab, ebenso wie der Grasschnitt, und die bedecken natürlich auch den Boden. Das heißt natürlich auch, dass hier die Erde auch nicht so schnell verdunstet. Das habe ich auch bei mir in meiner Permakultur gemacht in den Hochsommerzeiten, wo es halt bei uns mal wochenlang nicht geregnet hat. Dadurch musste ich nicht ganz so viel gießen, zum Beispiel im Folientunnel. Und genau hier ist es halt ebenfalls der Fall, dass man hier das ganze organische Material nimmt und auch hier ja, guten Humusboden aufbaut, mulcht, um einfach hier den Boden zu bedecken, genauso wie es halt auch in der Natur vorgesehen ist. Zumal auch die Holzabfälle und Holzhäcksel auch dafür sorgen, dass Pilze sich ansetzen, also hier auch die Pilzmyzele sich entstehen, weil halt Pilze für die Verrottung von Holzmaterial oder hölzernen Sachen zuständig sind. Und die gehen natürlich auch wieder mit Symbiose des Baumes. Das heißt, dass diese sich an seine Wurzeln andocken und dieser dann noch resistenter ist gegenüber lange Dürreperioden und das dann noch besser bewältigen und ja, überstehen kann. Und das ist halt auch nochmal ein zusätzlicher Faktor, warum ich auch sehr viel Wert auf die Verbindung von Pilzen und Pilzmyzelen Wert lege, weil die halt auch neben den Mikroorganismen, neben den Regenwürmern, Pflanzenkohle etc. auch ein wichtiger Bestandteil sind für ja, einen nachhaltigen und wunderbaren, lebreichen Boden. Und das kann man natürlich auch alles selber bei uns zum Beispiel in Deutschland machen. Das Besondere hier halt auch an der Farm ist, dass man auch die Bananenpalmen noch zur Verwendung nimmt. Also das heißt, wenn halt die Bananen ihre Früchte getragen haben, dann werden die hier halt mit einer Machete klein geschlagen. Das haben wir jetzt hier auch gemacht. Und die dicken Bananenpalmen hier werden dann nochmal ein bisschen kleiner geschnitten und als Umrandung um den Baum herum gelegt. Jetzt sind hier einfach nur ein Beispiel von zwei Ästen oder beziehungsweise Palmen, die wir hier hatten. Auch die Bananenblätter werden auch dann genommen. Die werden dann, sind dann in der Regel unter dem Grünschnitt. Und der Vorteil ist halt, die ja, Blätter sind erstmal riesengroß, die bedecken große Fläche und diese Palmen sind sehr wasserreich. Also die saugen sich voll mit Wasser, die sind sehr wasserhaltig und das ist einfach, ja, die sind, eignen sich hervorragend, um für längere Zeiten, ja, Perioden zu überstehen, in denen es halt wenig regnet bzw. kaum, weil die halten wirklich gut die Feuchtigkeit, geben diese auch ab und ja, das fördert natürlich auch wieder wunderbar die
das Bodenlebewesen. Und das haben wir jetzt ja bei den ganzen Orangenbäumen, bei den Avocadobäumen und sonstigen Kulturpflanzen hier gemacht. Einfach als Vorbereitungsmaßnahmen. Und ich hoffe einfach, euch hat das Video gefallen. Einfach nochmal kleine Eindrücke hier auf der Farm miterleben zu dürfen, was wir hier alles so machen und wie halt die Farm auch ein bisschen organisiert ist. Gerne würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen und auch könnt ihr den Kanal kostenlos abonnieren und noch auf die Glocke drücken, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade, hier im Rahmen des Peace-Projektes. Momentan bin ich jetzt hier in Costa Rica und mache meine Erfahrungen. Gerne freue ich mich auch über die Verbreitung von, über Social-Media-Kanälen und natürlich könnt ihr auch Freunden und Bekannten von mir erzählen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch einfach wunderbare und entspannte Zeiten. Und wir sehen uns einfach hier im nächsten Video im Rahmen des Peace-Projektes. Bis dahin. Ciao.